Nichts ist unheilbar. Das sagt mein heutiger Talkgast und er sagt das aus seiner Erfahrung als Heiler. Was hat es damit auf sich? Das erfahren Sie jetzt bei Welt im Wandel TV. Ich begrüße Siegfried Fabian Vorbrich. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Sie sind Heiler. Sie haben eine Praxis für alternative Heilmethoden eröffnet an der Ostsee. Und Sie sagen, dass im Grunde jede Krankheit heilbar ist. Habe ich das richtig verstanden? So ist es. Und wie Sie das auch richtig bemerkt haben, aus Erfahrung kann ich das sagen, es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Aber das ist ja eine Sache, wo ja jetzt jeder Mediziner, der das an der Uni studiert hat, widersprechen würde. Was qualifiziert Sie jetzt dazu, sowas zu sagen? Es sind verschiedene Passagen in der Bibel, die das schon zum Ausdruck bringen. Der Jesus sagt es an verschiedenen Stellen ebenfalls. Und aus der heutigen Zeit ist es der amerikanische Reverend Dr. Michael Beckwith, der ebenfalls aus eigener Erfahrung genau diese Aussage tätigt, weil er nämlich bei so viel, ich sag's mal, Wunderheilungen selbst dabei war und ihm das völlig klar ist, dass es so ist. Das heißt, Sie deuten da an, dass also der Glaube irgendwie eine bestimmte Rolle dabei spielen könnte? Habe ich das richtig verstanden? Der Glaube bei Erwachsenen auf jeden Fall. Bei Kindern noch nicht, die sind noch offen. Da ist es die innere Einstellung, das innere Gefühl. Die kommen zu dem gleichen Ergebnis, aber viel, viel schneller. Ja. Jetzt haben Sie im Ostsee-Heilbad Grömitz, heißt das ja. Grömitz. Da war ich noch nie, wie Sie gerade gehört haben. Ja, ist toll. Ist ein Kurort, nehme ich an. Warum haben Sie ausgerechnet dort Ihre Praxis? Ich wohne zwei Orte weiter, nördlich. Und nehme mir das eigentlich oder mache mir das zunutze, dass ich sage, dort, wo die meisten Menschen, wo die Fluktuation stattfindet, als Touristen erscheinen, dort will ich auch meine Praxis haben, um die Dinge, die ich tue, auch noch weiter zu verbreiten und auch mal den Durchgangskunden, sage ich jetzt mal, den Durchgangspatienten mit zu erfassen. Also die sowieso dort sind, ne? Und die Lust haben, sich zu heilen. So, jetzt haben Sie jede Menge Ausbildungen genossen. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind Hypnotiseur, Meditationslehrer, Reiki-Großmeister, Karuna-Reiki, Geistheilungstherapeut und Lehrer. Und dann kommen wahrscheinlich noch ein paar. Ne? Ich weiß, Sie hatten mir da eine ganze Liste aufgezählt. Das sind nur die, die ich mitgeschrieben habe. Was treibt Sie da so an? Warum sind Sie da so hinterher gewesen, diese ganzen Sachen zu machen? Wenn ich Mediziner hätte werden wollen, dann wäre ich in die Richtung gegangen und hätte mich ausbilden lassen. Aber meine innere Stimme hat schon in meiner Kinder- und Jugendzeit gesagt, das ist nichts für dich, lass da mal die Finger davon. Damals konnte ich es aber noch nicht zuordnen, da wusste ich nicht warum. Jetzt ist es mir natürlich völlig klar, weil Sie sagten selbst, die Mediziner, warum die nicht? Weil die Mediziner werden gesponsert von der Pharmaindustrie und haben ausschließlich das Ziel, den Menschen zu reparieren, an der Peripherie instand zu setzen. Die Ursachen aber, die ja ganz wichtig sind, wo kommt denn alles her, wie entsteht denn alles, bleiben dabei einfach außen vor. So, und da reden wir doch jetzt mal über die Ursachen, beziehungsweise überhaupt erstmal über das, was Sie da schon geheilt haben auf Ihrer Webseite, auf der ich gewesen bin. Da gibt es eine Kommentarspalte. Da stehen ja sagenhafte Sachen. Jemand, eine Frau, deren Mann von Krebs geheilt worden sein soll. Und auch Skoliose. Skoliose ist, was ist Skoliose? Skoliose ist eine Verbiegung und eine Verdrehung der Wirbelsäule. So, also die ist irgendwie sozusagen bei der Geburt oder von Geburt an oder wie entsteht sowas eigentlich? In vielen Fällen ist es nach der Geburt schon vorhanden. Aufgrund der Ahnenenergie, vielleicht aus früheren Leben, vielleicht auch in der Embryonalentwicklung, die Bewegung der Mutter oder zu wenig Bewegung, wie auch immer, oder geistige Belastung der Mutter oder auch durch die Geburt, Saugglocke, und dergleichen mehr, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, entstehen dann diese Fehlbildungen
beim Embryo und die nimmt das Kind dann langsam mit. Mhm. Und in der Entwicklung gibt es zwei Möglichkeiten, wenn das Kind dann größer wird. Entweder es wird den Eltern bewusst oder über die Ärzte bewusst gemacht oder keiner kriegt es mit, wie in den meisten Fällen. Und dann ist es so, dass die jungen Frauen oder die etwas älteren Frauen dann erst an ihren Schmerzen merken, Mensch, irgendwas stimmt doch mit meinem Rücken nicht. Dann gehen sie zum Orthopäden und der sagt, ja, Skoliose. Rückgrat, Verkrümmung und Verdrehung. Verkrümmung und Verdrehung. So, und jetzt ist es nämlich so, da habe ich mir gesagt, also ich meine, man hört ja von Geistheilern vieles und es gibt auch viel Quatsch auf dem Markt, ja, das muss man wirklich auch sagen und so. Ja. Wenn man zu einem Geistheiler geht, dann kann man sich ja bestenfalls vorstellen, dass der einem hilft, irgendwelche Lebenskrisen zu bewältigen. Ja, leg dich mal hier hin und wir machen jetzt Wu-Wu und dann fällt dir das leichter, dich von deinem Partner zu trennen oder den, oder weiß ich nicht so, aber wenn wir jetzt über eine Rückgratverkrümmung und Verdrehung reden, da reden wir ja jetzt über einen ganz handfesten gesundheitlichen Zustand, wo ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen kann, was Sie als Geistheiler dazu befähigt, einfach durch Geistheilung da irgendwas zu machen. Was machen Sie denn dann da? Da muss ich ein klein wenig ausholen. Ich habe das fein fühlen und hell fühlen und hell wissen mit in die Wiege gelegt bekommen. Das habe ich von meiner Oma mütterlicherseits übernommen. Und das ist erstmal die Voraussetzung dafür. Ja, ich habe in meiner Kinderzeit immer mal, wenn Familientreffen waren und jemand hat gesagt, oh, ich habe jetzt solche Knieschmerzen, dann bin ich zu demjenigen hin, habe meine Hände draufgelegt und habe gesagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Und auf einmal sagt er, oh, was ist das denn? Meine Schmerzen sind weg. Bewusst wurde mir dies in meiner Jugend dann und dort habe ich auch angefangen, das bei Bekannten, Freunden und so weiter, Kommilitonen anzuwenden. Immer wenn die irgendwelche Wehwehchen hatten, habe ich dann einfach versucht, da mal, wie Sie sagen, mein Wusa, Voodoo dort reinzubringen und es gab gute Ergebnisse. So, und dann wurde mir das natürlich auch bewusst, dass ich dann gesagt habe, pass mal auf, es ist doch kein Zufall. So, und bin verschiedene Ausbildungen durchgegangen und durfte dazulernen. Ja, und habe dann Anfang der 90er Jahre, wie gesagt, aktiv nebenbei genau das betrieben, diese Heilungen, ich sag's einfach mal so, und konnte dann ein paar Jahre später in Sigmaringen, das ist in der Nähe vom Bodensee, eine eigene Praxis eröffnen. Ja, und in dieser Praxis, und dann ging das los, kamen die ersten richtigen kleinen Wunder, wie Sie sagen. Nenne ich gleich mal ein Beispiel. Das war so ziemlich das Erste, was mir passiert ist. Was geschehen ist, muss ich ja sagen, nicht passiert. Da kam ein 10-jähriger Junge mit seiner Mama. Dem lief die Suppe aus dem Mund, der war aufgequollen, der feuerrot, der hatte Pickel. Und die Mama sagte, ich habe gehört, Sie machen und können Sie eventuell. Und er hat Lymphdrüsenkrebs und die Ärzte geben ihm noch eine Woche. Dann habe ich gesagt, ein Versuch ist es immer wert. Das war mein erster schwieriger Fall, sage ich jetzt mal, den mir die Schöpfung vorgelegt hat sozusagen. Und schon während der ersten halben Stunde konnten Sie sehen, wie seine Leber abschwoll. Und nach einer Stunde war er dann fertig. Die Mama stand auf und sagt, was ist das denn? Das Gesicht ganz glatt, die Suppe lief nicht mehr raus aus dem Mund. Dann habe ich ihn gefragt, hast du Schmerzen? Sagt er, nein, keine Schmerzen mehr. So, zwei Jahre später habe ich den Jungen dann mal wieder getroffen. Er war aus der Gegend, dort unten, und da hat er wieder Fußball gespielt. Obwohl er Lymphdrüsenkrebs im Endstadium hatte, ja? Sozusagen, ja. Gehabt hatte. So eindrucksvoll, was Sie da erzählen, aber wie ist das jetzt nochmal mit dieser Rückgratverkrümmung? Also ich meine, was machen Sie? Also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Mir wurden von der Schöpfung geistige Kräfte zugesprochen, wie... Da gibt es einen Zauberkünstler, der verbiegt Löffel.
in diese Richtung gehe ich nicht. Ich will helfen und heilen. Das ist meine Berufung geworden. Ich gehe mit meinem Geist in den Geist des Patienten. Also ich fasse den gar nicht an. Und bringe ihn geistig dorthin, dass er eine völlig neue Wahrnehmung für sich in Anspruch nimmt oder aufnimmt. Und der Geist, das wissen wir, unser Geist, das sind ja auch unsere Gedanken, sind rein Energie. Und diese Energie steuert Materie. Wenn ich jetzt sage, linker Zeigefinger, hebe dich, dann hebt er sich, Kraft meiner Gedanken. Da muss ich gar keine mechanischen Dinge anwenden. Und genauso erfolgt es dann, wenn ich geistig auf den Patienten eingehe, dann kommunizieren unsere beiden Geiste. Ich bringe dessen Geist oder bringe dem Geist eine neue Wahrnehmung und er steuert dann sofort den Körper damit, die körperlichen Zellen. So, aber jetzt bei so einer Rückgratverkrümmung, das ist ja was richtig Physikalisches, das sind ja irgendwelche fehlgebildeten Rückenwirbel und so weiter und so fort, da kann man ja gar nichts mehr steuern eigentlich, müsste man ja annehmen. Glauben Sie? Das glauben nur Sie allein, glaube ich. Nein, nein. Also Sie können im Prinzip alles wieder gerade rücken, wenn der Geist normal arbeitet und wenn die Wahrnehmung wieder stimmt. Wenn alles wieder im Ursprung ist, so wie es die Schöpfung für uns zugewiesen hat. Weil Sie gehen davon aus, die Schöpfung wird sich niemals selbst Krankheiten zuschanzen. Sie will sich durch uns Menschen, Tiere, Pflanzen erweitern, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und wir als Menschen werden geboren, um glücklich zu sein. So. Und wenn jetzt aber durch den freien Willen des Menschen in irgendeiner Ahnenfolge doch was an Disharmonien, die Mediziner sprechen von Krankheiten, dazugekommen ist, was man in dieser Lebensphase nicht ausmerzen konnte, dann geht es in die Gene über und schwappt in die nächsten Generationen. Und irgendeiner wird sich dessen bewusst und will dagegen angehen. So lange geht es durch die Generationen durch. Das merken Sie auch. Das habe ich von meiner Oma geerbt. Alle hatten sie Blasenkrebs. Ich bin auch bald dran. Rheuma war verbreitet. Mir tut auch schon alles weh. Solche Dinge kennen Sie. Aber es ist nicht notwendig, dass ich diese Ahnenenergie für mich in Anspruch nehme. Ich kann also bewusst meinen Geist auch leiten und lenken und sagen, das ist das, was ich nicht will, was mir nicht gut tut. Lege ich ab, ich gebe meine ganze Liebe rein und sage, tschüss, du kannst gehen. Ich will ein glückliches Leben. Und wenn Sie das tief genug machen, das heißt, ich sage jetzt mal eine kurze Folge, dann dürfen Sie die nächste Frage stellen, ich merke schon. Vielen Dank, ja, ich war schon, bin schon drauf und dran. Sagen Sie mal. Der Geist braucht durch die neue Wahrnehmung also eine richtige Einstellung, die gesund ist im Sinne der Schöpfung. Diese Einstellung schiebt einen Glauben an. Dieser Glaube wird zum tiefen Glauben, zur tiefen Gewissheit und ich bilde dann in mir eine feste Überzeugung. Und diese feste Überzeugung verändert Gene. Ich weiß nicht, ob Sie den Mann kennen, Dr. Joe Dispenza. Er hat da ein schönes Buch drüber geschrieben. Darf ich das erwähnen? Ja, sagen Sie mal, wie heißt das Buch? Du bist das Placebo. Du bist das Placebo. Mhm. Und dort wird alles wissenschaftlich erklärt, dass man es auch mit dem normalen Verstand ein bisschen erfassen kann, weil die Dinge, die wir hier gerade besprechen, sind im Normalfall gar nicht zu erfassen mit unserem kleinen Verstand. Und er hat es auch am eigenen Leibe erlebt und kann das natürlich entsprechend auch darlegen. Also was ich so faszinierend finde, ist, Sie erzählen darüber, als wäre das so ganz einfach. So, ja, da muss man halt eine Überzeugung bilden, ja. Das verändert dann die Gene. Ja. Ist das wirklich so einfach? Ja. Warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt, Herr Vorbrich? Ganz einfach. Die Finanzoligarchie ist natürlich nicht daran interessiert, dass jeder Mensch sein eigenes Individuum ist und bleibt und sich von anderen nicht mehr leiden und lenken lässt. Stellen Sie sich vor, jeder lebe sein Leben, so wie es ihm gefällt, so wie es ihm Spaß macht. Dann gibt es keine Machtausübung mehr, dann können keine Gesetze mehr erlassen werden, sondern nur noch Verordnungen. Ja, dann sind die Politiker überflüssig.
und dergleichen mehr. Denken Sie wirklich, dass es, wenn jeder seinen Weg gehen würde, seinen ihm, was weiß ich, von Gott vorherbestimmten Weg oder sowas, dass wir dann auf sowas verzichten könnten? Keine Polizei mehr, keine Politiker, nichts mehr? Würde Polizei alles würde ich auf Frieden, jeden Freude, Fall Eierkuchen und so? Oder? Die Polizei würde ich lassen, weil die Schöpfung hat uns einen freien Willen mitgegeben. Und viele wollen sich auch auf der schwarzen Seite ausprobieren. Und schon von daher ist es wichtig, die Polizei zu erhalten und auch Verordnungen zu erlassen. Aber die Gesetze, die dir alles vorschreiben, dass du nicht mehr selbstständig denken und handeln darfst, die sind nicht notwendig, das steht fest. Gut, kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Heilarbeit. Denn was diese gesellschaftliche Utopie anbetrifft, sage ich mal, ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Utopie, ja. Das werden wir hoffen. Hoffentlich kriegen wir es irgendwann mal noch mit, wie es ist, die Welt ohne Politiker, aber jetzt im Moment nicht. Ihre Heilarbeit hingegen, da steht auf Ihrer Website, auch auf der Kommentarsektion Ihrer Webseite, Sie hätten ein Kind von ADHS geheilt. Ja. ADHS, das ist diese Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Richtig. Also, so wie ich es verstanden habe, ein Kind, was sich nicht so lange konzentrieren kann, ja. So ist es. Das hat ja auch die Ursache, meistens in der Embryonalentwicklung oder dann im frühzeitigen Kindesalter. Weil das wissen Sie schon alleine in dieser Gesellschaft, Sie kommen noch gar nicht ganz zur Welt, gibt schon die ersten Konditionierungen. Und genau das ist eigentlich der springende Punkt. Wir, unsere Seelen, wenn wir in einem Körper eine Erfahrung sammeln wollen, beispielsweise auf dieser Erde, dann ist es ja so, dass wir uns gewisse Dinge vornehmen. Positive, negative sei dahingestellt. So, aber wir sind natürlich auch bestrebt, die Dinge nicht zu vergessen. Also unsere eigene Göttlichkeit, unsere feinstoffliche Energie, unsere Liebe, aus der wir ja entstammen. Aber durch diese Konditionierung, das Baby kommt auf die Welt, kriegt einen Klatsch auf den Hintern, schrei du brauchst die Lunge, wie groß bist du, wie schwer bist du, so, jetzt geh einmal von der Mama weg, jetzt müssen wir mal gucken, ob alles gesund ist. Wie soll so eine Seele in diesem Körper hier ankommen? Funktioniert gar nicht. Ich könnte jetzt aus der Schule plaudern, aus der eigenen Schule. Ich weiß nicht, ob das zeitlich noch reinpasst oder ob Sie noch eine andere Frage haben. Da kommen wir noch mal kurz zurück zu dem Kind mit dem Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ja. Also ich meine, es wird ja gesagt, es hat rein richtig organische Ursachen auch im Gehirn oder sowas. Also am Ende kommt es immer wieder auf die Frage, wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Was machen Sie da genau? In solchen Fällen wende ich eine sogenannte Hypnotherapie an. Ich versetze denjenigen, wenn es Kinder sind, mit Erlaubnis der Eltern, in den Alpha-Zustand. Das heißt, es ist eine Suggestivbehandlung. Und in diesem Alpha-Zustand beginne ich ihn dann energetisch zu behandeln mit Energien aus dem Universum. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, das ist aber so. Das klingt wie Wuhu. Für denjenigen, der noch nie damit was zu tun hatte, ist es natürlich sehr, sehr schwer vorstellbar. Mhm. Aber das ist einfach so. Ja, und dann lässt dieser Mensch nämlich los. Im Alpha-Zustand lässt ein Mensch los, wenn er sagt, ich öffne mich dafür. So, und dann können diese Energien die Selbstheilungskräfte an der Stelle, wo sie klemmen, durch Blockaden oder Traumata, wieder in Schwung setzen, wieder fließen lassen. Ja, und wenn das noch nicht hilft, es ist zu 90% in den meisten Fällen dann erledigt, aber wenn es noch nicht hilft, dann dehne ich die Suggestivbehandlung zu einer leichten Hypnose aus und setze an die Stelle, wo die Angst sitzt, weil der Körper kommt da nicht weiter. Einfach, du fühlst dich wohl, dir geht es gut, du hast ein Leben in Glück. Solche Dinge, also positive, die den Körper dann auch entsprechend über den Geist beruhigen. Und dann haben die, wenn es Kinder sind, wie gesagt, bei Eltern, haben die Eltern auch gleich diesen Eindruck bei den Kindern, dass sie sagen, wow, unser Sohn, der ist auf einmal so ruhig geworden. Was haben Sie mit dem dann gemacht? Und sind zufrieden und glücklich. Unheimlich. Aber unheimlich schön. Das ist das Gute.
Das sozusagen das Geistheiler-Ritalin haben Sie dem Kind dann verpasst. Wenn Sie es so formulieren wollen, ja. Haben Sie das schon öfter hingekriegt, ADHS-Kinder? Ja. Das ist, wie ist das so mit Krebspatienten? Wie viele Krebspatienten haben Sie geheilt? Ja, da müsste ich lügen, aber es sind schon etliche hundert. Echt, ja? Ja. Also wie lange machen Sie das eigentlich schon? Seit 91. Also Sie sind schon eine ganze Weile im Geschäft. Geschäft ist gut. Genau, wenn wir gerade davon reden, was kostet es denn eigentlich, sich von Ihnen behandeln zu lassen? Das kommt jetzt drauf an. Also die einfachsten Dinge, wie beispielsweise eine Virusgrippe, da sind Sie mit 80, 90 Euro dabei. Und dann sind Sie aber in spätestens drei Tagen durch. Da ist egal, ob Sie da Asthma noch dazu hatten oder Bronchialprobleme oder starke Kopfschmerzen oder dergleichen mehr. Das geht dann bis dahin, wie Sie sagen, Skoliose, das sind dann 980 Euro. Da ist ein bisschen mehr anzuwenden. Das sind verschiedene Anwendungen über mehrere Tage. Und bei der Krebsbehandlung, die kostet 1300 Euro. Da ist auch noch ein bisschen mehr durchzuführen. Wie lange dauert das? Also im Prinzip sind die Menschen nach einer Woche dann bei mir durch. Und dann arbeiten ihre Körper so sehr, dass sie wieder weiterleben können, dass sie sich aufbauen können. Dann bekommen sie von mir noch Hausaufgaben mit. Was sind für Hausaufgaben? Ja. Das ist nämlich, wissen Sie, es ist hier ein kleiner Unterschied. Die Leute müssen sich ihrer selbst wieder bewusst werden. Dieser Zustand, den Sie haben, hat eine Ursache. Und wenn ich wieder zurückgehe in die Dinge, die ich mein ganzes Leben getan habe, bis dorthin, wo es aufgetreten ist, dann können Sie darauf warten, kommt das wieder. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie das erkennen und Ihr Leben ein klein wenig ändern. Sich nicht darauf ausrichten, was sich nicht gut für Sie anfühlt, sondern was sich besser anfühlt. Zum Beispiel die Gespräche bei irgendwelchen Familientreffen. Die Oma, und die hat schon wieder ein neues Leiden. Und die Tante Linda, die hat hier mit dem Hals irgendwelche Schwierigkeiten. Das ist doch das, was wir nicht wollen. Wir wollen doch gesund und glücklich leben. Und deswegen ist es wichtig, sich gedanklich auf das auszurichten, was ich will, was ich wirklich will, was mir gut tut. Und nichts anderes. Und dazu gibt es dann noch ein paar Übungen, schriftliche Übungen. Also ich bringe die Leute dazu, dass der Neokortex kleiner wird. Das sind die Erfahrungen, die verhärteten Strukturen über das Leben angesammelt, angefangen von der Konditionierung. Und das limbische System wird dadurch wieder hochgefahren. Das heißt, die Neuausrichtung fällt dem Menschen viel leichter. Er kann sich neu orientieren. Er macht plötzlich auf einmal eine Schiffsreise, die er schon seit 20 Jahren vorhatte. Weil er sagt, ja Mensch, ich muss jetzt endlich mal was für mich tun, ich spüre das. Und auf einmal ist aus seinem Trott raus, das reicht. Und dann beginnt er zu leben. Und dann kommt das Alte auch nicht wieder. Ich muss noch mal kurz fragen, noch mal kurz zu der Krebsbehandlung. Also 1300 Euro dafür, dass mein Krebs im Endstadium nach einer Woche weg ist, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Haben Sie da auch mal mit Ärzten zusammengearbeitet? Gibt es da irgendwelche Beweise dafür? Also dazu muss ich jetzt mal noch was sagen. Ja. Die Menschen fahren nach einer Woche wieder nach Hause und leben erstmal weiter. Es ist in vielen Fällen so, dass der Krebs weg ist. Das habe ich von Patienten, die mich dann hinterher nach 14 Tagen, drei Wochen angerufen haben, erfahren, die gesagt haben, ich war beim Urologen, der hat alles getestet und gemacht und sagt, das ist ja wirklich weg, ist ja Wahnsinn. Es gibt aber auch Dinge, ich hatte auch schon einen Patienten, da war der Krebs direkt fest in der Wirbelsäule drin. Der war dann nicht weg, aber er war tot. Der ist dann noch ein Jahr drin geblieben, er ist regelmäßig zur Untersuchung gegangen und nach einem Jahr hat es sich dann aufgelöst. Und das war's. Haben Sie da schon mal mit Ärzten zusammengearbeitet oder so? Oder gibt es das irgendwie dokumentiert, medizinisch dokumentiert? Ja, bei verschiedenen Patienten ist es dokumentiert, ist klar. Aber gerade bei Krebspatienten möchte ich schon, ich lege es den Leuten oder ich trage es den Leuten an, sie entscheiden natürlich für sich selbst, dass sie dann nicht nach meiner Behandlung weiter dann zur Schulmedizin gehen und diese kleinen Pflänzchen
die da gerade wieder entstehen, die gesunden Zellen, doch aus Sicherheitsgründen mit der nächsten Chemo oder Bestrahlung wieder kaputt machen. Also, aber gut, aber wenn die Leute dann später zu einem Arzt, irgendwann später zum Arzt gehen, ist wirklich so, dass weg ist, ja? Ja. Also, das haben Sie auch tatsächlich in Ihrer Praxis schon so gehabt. Ja, ja. Gibt es denn Fälle, wo es nicht wirkt? Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie da auf Granit gebissen haben? Ja. Ich habe in 3 Fälle in meinem Leben gehabt, in meiner Praxis. 2 beziehen sich auf Schmerzen, auf chronische Schmerzen, die die Patientinnen schon älteren Alters, also über viele Jahre hatten. Und eine Skoliose. Ich sag mal ganz kurz die ersten 2 Fälle. Das waren Damen, die wurden im Prinzip vom Partner geschickt. Die hatten nicht das eigene tiefe Bedürfnis, doch geheilt zu sein. Ich habe ja mit den Leuten hinterher gesprochen, weil sie gesagt haben, ja, um Gottes Willen, und jetzt haben wir das viele Geld ausgegeben und das hilft ja gar nicht. Dann habe ich mir das mal erklären lassen, wie ist denn so ihr Tagesablauf? Ja, wenn ich früh aufstehe, dann denke ich, Mensch, das ist ja schon ganz schön gut, toll, prima, fühlt sich toll an, aber das war doch immer da, das weiß ich doch, ich kann mir das nicht vorstellen, wie soll denn das gehen, ist doch eigentlich Quatsch, aber schön, dass es weg ist, aber ach, wie soll das gehen? Ach, da sind sie ja wieder, meine Schmerzen. Ah, und noch schlimmer als gestern. Das ist der Nocebo-Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das Gegenteil, also dass man sich die Schmerzen einredet. So ist es. Okay. Sie holen sich das wieder. Mhm. Sie können an Ort und Stelle die Schmerzen bekämpfen, aber Sie haben auch ein Schmerzgedächtnis. Mhm. Und wenn Sie das nicht mit positiven Gedanken füttern, holen Sie Ihren Schmerz wieder. Und bei der Skoliose, da ist ein ganz großes Kuriosum aufgetreten. Ich habe viele Skoliosen heilen dürfen, manche ganz und manche aber sehr, sehr stark. Aber in jedem Fall waren die Schmerzen weg. Das ist schon mal ganz wichtig, dass die Menschen dann schmerzfrei durchs Leben können. Und bei dieser einen Frau, das ist jetzt ganz komisch, die hat mich vor einem Monat erst wieder angerufen, das ist schon viele Jahre her. Sie sagt, wissen Sie, was mir passiert ist? Ich sage, nee, woher denn? Ich bin ein Medium geworden. Mhm. Und das heißt, sie spricht jetzt mit der Stimme der heiligen Mutter Maria. Mhm. Und da habe ich Fragen gestellt über mich. Und dann hat sie in Altbabylonisch geantwortet. Und dann hat sie es auf Deutsch übersetzt, aber wie ein Automat. Als ob da gar kein Mensch spricht, wie so eine Automatenstimme. Und ich sage Ihnen, diese Stimme kann gar nicht wissen, was ich da als Antwort erwartet habe. Aber es kam die richtige Antwort. Mhm. Das ist der Hammer. Die ist Medium und die wird jetzt viele Menschen beglücken, indem sie ihnen die Fragen beantwortet, die aus ihrem Herzen kommen. Warum sie beispielsweise das haben, warum sie beispielsweise im Leben nicht weiterkommen und, und. Also sie wird auch eine große Unterstützung sein auf unserem gemeinsamen Weg jetzt hier. Dem einen oder anderen Zuschauer erscheint das wahrscheinlich an der Stelle des Gesprächs schon ganz schön abgespaced, worüber wir jetzt hier reden. Ja. Und da wir aber bei Welt im Wandel TV sind, wir sind Freigeister, wir sind halt so, da setzen wir mal noch einen drauf. Was mich ja interessiert ist, woher kommen eigentlich Ihre Fähigkeiten? Wenn Sie, Sie hatten vorhin über den Glauben gesprochen, über solche Sachen. Also was machen Sie da? Wo kommt diese Energie her? Sie hatten vorhin von Energien aus dem Universum gesprochen und so weiter. Was ist denn diese ominöse Quelle Ihrer Fähigkeiten? Mhm. Wir haben 7 feinstoffliche Hauptöffnungen in unserem Körper, über die wir verschiedene universelle Energien ziehen. Und diese benötigen wir zum Leben, ob das die Schulmedizin nur bestätigt oder nicht. Aber viele Heilpraktiker wissen das, die Leute, die Reiki ausüben, wissen das. Und sobald dort irgendwo was verstopft ist, sei es im Eingang oder sei es weiter in den Energiebahnen, in der Durchleitung, dann hat der Körper eine Unterfunktion bis hin zur Fehlfunktion. So, und ich habe jetzt durch dieses Hellwissen, wenn ich einen Patienten vor mir habe, weiß ich sofort, kriege ich eine Eingabe, da muss ich gar nicht nachdenken, fasse den mal darüber und darüber und dann spüre ich auf einmal, hier sitzt eine Blockade, hier fließt es nicht mehr. Und dann kommen aber gleich die nächsten, ich sag's mal, Befehle von der Schöpfung. Jetzt, also die Schöpfung? Schöpfung, das kommt eindeutig von der Schöpfung, das kommt nicht von mir. Ich bin da lediglich Kanal. So würde ich das sagen. Genau wie ein Medium Kanal für Sprache ist.
Und dann wandern meine Hände teilweise dorthin, wo ich sie gar nicht hinhaben will. Ich mache das selber natürlich auch zielgerichtet, wenn ich weiß, was derjenige hat. Aber es gibt auch zusätzliche Positionen und auch zusätzliche geistige Eindrücke, die ich dem anderen Geist vermittle. Ja, und auf einmal kann das sein, denjenigen schüttelst du da durch auf der Liege. Was mir einmal passiert ist, da war eine ganz steife Frau, die ist auf einmal bis zu den Knien nach vorne gekommen. Da lösen sich so viele Dinge, gerade bei Krebspatienten, die niesen meistens oder husten, obwohl sie gar nichts haben. Und dann spüre ich schon, das ist frei. Das sind die Dinge, die ich praktisch weiß und durchgeleitet bekomme und einfach weiterreiche. Und als Geistheilungstherapeut wurde ich auch ausgebildet. Zusätzlich noch, ich kann also, Sie kennen, haben das schon gehört, Reiffrequenzen, Bioresonanz. Ich kann also die körpereigenen Frequenzen noch mit dazu nehmen und diese Energie zielgerichtet dorthin leiten, wo sie hin muss, und es explodiert. Muss ich als Patient daran glauben, dass das funktioniert? Wichtig ist, dass Sie es nicht ablehnen. Wenn Sie sagen, ich habe Angst, lehnen Sie es ab. Wenn Sie sagen, ich probiere es mal, aber ich will es auch nicht. Zweifel, lehnen Sie es ab. Sie müssen sich also frei öffnen und geschehen lassen. Einfach geschehen lassen. Sagen, was habe ich zu verlieren? Ich lege mir jetzt hin und freue mich. Gibt es Grenzen dessen, was Sie da machen? Also gibt es irgendwas, wo Sie es nicht einsetzen können? Ich habe bis jetzt noch keine Grenze erhalten. Das ist jetzt nicht irgendwie hochtrabend, das sind einfach Erfahrungen. Ich sage immer wieder, ich spreche ausschließlich aus Erfahrungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum arbeiten Sie dann nicht mal wirklich auch mal mit Schulmedizinern zusammen? Ich habe das probiert und das sage ich jetzt auch glasklar in der Öffentlichkeit. Es gibt immer wieder eine Antwort. Es klingt toll, wir würden auch ganz gern dem einen oder anderen helfen, aber wir leben davon, dass der Patient wiederkommt. Zum Ersten, zum Zweiten haben wir unsere Vorgaben. Wenn wir nicht so und so viel Arznei vermitteln, so und so viel Operationen anmelden, dann können wir irgendwann zumachen. Aber das Kuriose ist, die Ärzte kommen selber zu mir zur Heilung. Sie haben Ärzte als Patienten, ist ja lustig. Nicht nur vereinzelt. Die wollen natürlich nicht genannt werden, das ist logisch. Funktioniert es auch bei Kindern? Hervorragend. Ich habe am liebsten Kinderheilung. Warum ist das so viel besser für Sie? Die haben eben ja noch nicht diese festen Strukturen, diese Ausgerichtetheit von außen. Die fühlen und lassen einfach geschehen und merken, es kann ja nur noch besser werden. Und es wird auch in dem Moment besser, weil sie nehmen es dankend an. Sie lehnen es mit keiner Art und Weise ab, weder körperlich noch mit dem Gedanken. Sie nehmen es an und das macht so einen Spaß. Ich würde Sie gerne mal dabei haben. Ich würde es mir auch gerne mal angucken. Muss ich sagen, mit Kindern, wie ist das mit den Ursachen von diesen Krankheiten? Sind das Sachen, die einem immer bewusst sein müssen? Oder, Nein. Gerade bei Kindern, da fühle ich einfach nur, da ist was verstopft, da funktioniert etwas nicht. Ich kann Ihnen also nicht sagen, ob das jetzt in der Embryonalentwicklung gelegen hat oder aus den Ahnenenergien kommt, aus irgendeinem Vorleben. Oder durch die Geburt selbst. Das weiß ich nicht und das muss ich auch nicht wissen. Ich fühle, dass da irgendwas ist, was nicht hingehört. Da gehe ich drauf, dann kriege ich die Eingebung, nimm mal die und die und die Energie und die Frequenz. Und dann schieße ich das dort rein und dann wusch. Sie sprechen wie jemand, der voll so ein Urvertrauen darin hat, dass alles heilbar ist. Ist es wirklich so? So ist es. Und das ist gleich ein sehr, sehr schöner Punkt, den Sie angeschnitten haben. Wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Urvertrauen, zu dem Vertrauen, was tief in uns steckt, nämlich, dass wir Menschen auf Selbstheilung programmiert sind, dann gibt es diese Arten von Krankheiten gar nicht mehr. Uns ist bewusst, ich reiße mich irgendwo, ja, trocknet, 10 Minuten ist erledigt. Aber ich habe auch die Einflüsse von außen als Erwachsener. Meine Tante, die hat ein Loch in der Herzklappe, um Gottes Willen.
Kardiologe hat es festgestellt, Operation und so weiter und so weiter. Angst und Schrecken werden hier verbreitet. Und ich habe selber schon eine Herzklappe zuwachsen lassen. Nur durch geistige Kraft. Das heißt, wenn derjenige das annimmt oder er selbst in der Lage ist, seinen Geist dahin zu formen, dass er sagt, ich weiß, das ist nichts anderes, das Loch in der Herzklappe, als wenn ich mich reiße. Ich weiß, in spätestens 3 Tagen ist es erledigt. Dann beobachten Sie diesen Menschen, dann ist es erledigt. Wenn er die tiefe Gewissheit und die feste Überzeugung hat, wie ich es anfangs schon erwähnte, ist alles schon nachgewiesen worden. Spannende Geschichte. Man müsste vielleicht wirklich mal noch mal eine Sendung machen, wo Sie mal wirklich ein paar medizinische Belege mitbringen oder wo wir vielleicht wirklich mal uns angucken, wie das, was Patienten dazu sagen. Mhm. Finde ich auf jeden Fall spannend. Was mache ich jetzt als Zuschauer, wenn ich jetzt so kein so Urvertrauen habe in das, was Sie mir gesagt haben und mich weiter informieren will? Haben Sie da eine Webseite oder so? Ja, ich habe eine Webseite www.gesundheitspraxis-sonnentor.de. Dort sind schon ein paar Ausführungen und dort bekommt eigentlich der Heilungssuchende, der sich eben nicht ganz sicher ist, eine Grundinformation und ein Gefühl, ein entsprechendes. Und dann ist es wichtig, das nicht mit dem Verstand zu lesen, sondern was dort aufgeführt ist, auch mal zu fühlen. Wo geht's hin? Könnte das wahr sein? Warum sind denn die Kommentare hier so drinne, die eigentlich gar keiner so richtig glauben kann? Wir haben auch weiterhin zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr wochentags Telefonsprechstunde und da können uns auch Fragen gestellt werden, jeder Art. Ich bin dankbar für jeden, der sich wieder dem Ursprung zuwendet, sich selbst intensiv durchheilen zu wollen. Ja, wie schön, wenn das so ist, wie Sie sagen, Herr Vorbrich. Es ist so. Okay. Es ist so. Gut, ich freue mich immer so Menschen zu treffen, die so diese feste Überzeugung haben an Heilung und dass es wirklich so ist. Finde ich toll. Ich glaube, wenn ich die nicht hätte, würde es nicht funktionieren. Nee, genau. Als Geistheiler muss man das schon haben. Ja. Sehe ich auch so, ja. Und wenn Sie in die Richtung gehen oder die Heilungssuchenden, wenn die noch mehr in die Richtung gehen und sagen, ich probiere das jetzt aus, ich schaffe das, ich weiß es und irgendwann bin ich überzeugt, dass ich das wegkriege. Ich erzähle jetzt gleich noch ein kurzes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ganz kurzes Beispiel, bitte. Ja, dann wird Ihnen Heilung zuteil. Das ist einfach so. Dann spürt die Schöpfung ihren starken Willen. Ich hatte, egal wie viele Monate her, eine Dame, Mitte 70, linkes Knie, knack, klack, klack, rechtes Knie, knack, klack, klack, 1,8 Zentimeter. Arthrose. Was heißt 1,8 Zentimeter? Spiel im Gelenk. Ach so, oh. Ja, das hat nur noch geklackt. Ah, okay. Und die Ärzte sagt, ja, Gottes Willen, da bleiben ja nur noch die künstlichen Knie. Und sie hat aber erfahren von Leuten aus ihrem Umfeld, weil sie war Vertreterin, dass hinterher die Probleme meistens erst dann auftreten, wenn man älter ist. Dann hat sie gesagt, kommt nicht in Frage. Und irgendwie, es gibt ja keine Zufälle, kam sie zu mir. Sie hat sich behandeln lassen mit dem festen Willen, diese Gelenke wieder in Ordnung zu haben. Ich habe sie behandelt. Sie rief mich 3 Monate später an, das weiß ich noch ganz genau, und sagt, also das Spiel ist so gut wie weg, aber ich habe noch Schmerzen. Ich habe gesagt, weiter glauben, weiter Ihre Hausaufgaben machen, die ich Ihnen aufgegeben habe. Sie sind auf einem super Weg. Sie spüren es ja schon selbst. Nach einem halben Jahr rief sie an und sagt, alles weg, Schmerzen weg. Also, wir sind Meister unseres Körpers, wenn wir es schaffen, unsere Gedanken auf Heilung auszurichten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das sozusagen die Essenz, die Kernbotschaft, die wir heute erfahren haben in dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Vorbrich. Sehr gerne. Fürs Gespräch, für diese Vermittlung dieses Urvertrauens und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen.